Und wir schauen uns jetzt mal fix zusammen an, für alle, die das nicht kennen, wie das hier funktioniert. Das ist ein bisschen schwer bei meinen Lichtverhältnissen hier. Aber ihr seht hier, da ist ein Loch, ne, mit einer Führung drin. Und die Führung findet sich an dem Pinökel wieder. Das heißt, der Pinökel kommt gleich hier von außen rein. Ne, da muss der rein. So, also. Entgegengesetzt des Pinökels legen wir den Schaft gleich ein. Ne, wir machen hier das Gummi rein. Und die Anzeige zeigt nach oben. Das ist ganz wichtig, damit wir nämlich nachher auch in den Deus reinpassen. So, das heißt, wir sehen hier, da ist nur ein normales Loch für eine Mutter. Da können wir unsere Mutter schon mal durchpieken. Unsere Schraube. So. Dann können wir den Pinökel nehmen und hier reinschieben. Und dann sehen wir gleich, dass der einrastet. Da, zack, drin ist er. Ne, das geht ohne Gewalt. Da muss man nicht dran rumziehen. Und dann können wir ganz normal die Mutter draufschmeißen. Und hier ist auch so eine Einkerbung. Ne, ich hoffe, man sieht das. Dass wenn ich jetzt drehe, dass die Mutter schön drauf geht, weil die Schraube gehalten wird. Ne? So, wenn ich ein bisschen andrücke, seht ihr, dreht die frei. Das heißt, wir können sie auch ruhig runterdrücken und brauchen keine Gewalt, um das Ganze festzuziehen. So, zack. Ist okay. Vielleicht ein bisschen zu fest. Und wir sehen, aha, unsere Spule ist schon willig. Standby leuchtet. Da, zack. Ne? Viele wundern sich immer, warum die Spulen leuchten oder die Pinpointer. Das ist normal. Also Lebenszeichen, wichtig. Ja, damit ihr noch was lernt bei mir, ich hatte letztens einen Fall, der wusste das nicht. Und zwar, wie kriege ich den oberen Teil raus? Dafür müsst ihr natürlich erstmal den unteren lösen, könnt das Ganze ranziehen. Ne? Ihr seht hier schön knatscheng und der ist richtig schön saugend noch. Ne? Zack, zumachen und jetzt kann man den hier unten lösen, weil der hatte versucht, das unten reinzuschieben und es ging nicht. Aber wie gesagt, unten lösen und jetzt seht ihr auch, warum die Zahlen nach oben müssen. Damit das Gestänge da überhaupt reinpasst, dann geht es schön sanft rein, zack, Clip dran und das Ding ist, boah, Alter, und das Ding ist schön fest. Ja, um jetzt unsere ERC hier ranzubekommen, müssen wir das Teil erstmal abmachen. Man sieht man das hier überhaupt, so sieht man es, ne? Hier ist eine Schutzkappe drauf, die drücken wir nach oben, also von unten nach oben, dann können wir sie abnehmen und jetzt wird die Aufnahme freigelegt, die kennt ihr, das heißt, wir schieben das Teil hier rein. Muss mal gucken, ob ich das mit jetzt kann. Natürlich nicht. So, zack. Deus fest. So, also RC fest. Und wir sind einsatzbereit.